You spin my head right round when you go down. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Outlast 2. Und Jessica hat sich erhangen, wurde erhangen, ist auf jeden Fall tot und erhangen. Letzte Folge sind wir hier in dieser Schule hängen geblieben, beziehungsweise haben diese Schule erreicht. Steffen ist diesmal nicht dabei. Dafür wieder ich alleine mit meinem guten alten Triton. Da ist der Ton auf jeden Fall deutlich besser. Aber das ist jetzt gerade uninteressant. Wir wollen herausfinden, was es hiermit auf sich hat. Gucken wir nochmal, ob hier auch aufgeht. Weiß nicht, ob ich das so toll finde. Ja, hier ist schon wieder ganz viel. Okay, darauf habe ich gewartet, dass hier mal eine Begrenzung kommt. Was ist das? Ja, da habe ich was gesehen. Ahaha. Hä? Nein, ich will die Batterie da haben. Ach so. Hä? Okay, aber ich glaube, jetzt kommen wir ran. Sehr gut. Die Uhr tickt. Da kommt so ein creepy Sound raus. Was? Oh, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ey, beruhig dich. Okay, aber man kennt ihn. Können wir uns nach wie vor nicht angucken. Also müssen wir jetzt auch gar nicht nachgucken. Ist blockiert. Hier kommt kein Ton. Zumindest kein... Ich sollte mal geölt werden. Na warte, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Wir machen es Horrorfilm... wir machen es wie im Horrorfilm. Gehen immer da lang, wo man nicht lang gehen sollte. Wow. America! Fuck yeah! Kennt ihr diese Auto-Werbung? Ich glaube von Dodge oder so. Gebt mal ein Dodge-Auto-Werbung. America. Die ist ziemlich geil. Übrigens ist es stockduster draußen und es regnet in Strömen. Ich glaube, es gibt kein besseres Wetter für ein Horrorspiel. Die Tür ist angelehnt. The Hangman Game. Like land that Jess used to play. Mm-hmm. The other half of us must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere. For Lynn to find. Ach, müssen wir jetzt das, Oh, fuck. Moment mal, aber... Ach, warte, können wir bestimmt hinschieben. Mhm. Ach so. Yay, Folie... Ich hoffe, das war das mein Schatten. Schade. Ja, es wirkte nämlich gerade sehr, sehr schattig. Och, Mann... Okay, wir müssen eine Folie suchen. Der steht da einfach, so ein Schatten. Es war ein Molded. Gleich geht's richtig los. Was hat der? Nee, da nicht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da weiter. Hä, so weit sind wir gelaufen? Ah ne, hier sind wir reingegangen. I don't want to go too far. Aber wenigstens das Ganze Full HD. Mhm. Very generous. Was steht
steht denn da? Unforgivable. Ja, nehmen wir mit. Hä? Ich will sie mitnehmen. Steht zwar zurücklegen, aber take sie trotzdem. Lass mal kurz die Batteries wechseln. Faith History. Scheiße. Okay. Ich tippe mal darauf, dass irgendwas kommen wird, bevor wir da das Ding erreichen können. Das war ja jetzt die Folie. Okay. Okay, das war voll das. Weiter geht's. Moment. War der Gang vorher auch schon so übertrieben lang? Dann kommt hier jetzt die Folie drauf. Hä? Ach so, andere Seite. Ja. Das ist nicht richtig. Ach so. Wir müssen das Ding jetzt. Ja, und jetzt? Nein, wir müssen näher. Es geht nur. Also, das ist nur dezent verwirrend. Hä? Ist doch. Ja, das habe ich schon. No letters. They're not lined up. Nee, sag bloß. Okay, pass auf. Das ist aber so scheiße dunkel. Nein, wir müssen. Verflucht, Mann! Warum können wir denn jetzt nicht nach da? Jetzt geht das irgendwie. Moment, warte. Können wir einfach. Guck, wir müssen hier, so. Ja, super. So, so richtig. Okay, immer noch einen Ticken näher. So. Ja, ja, das wäre jetzt wohl perfekter als perfekt. Unforgivable. Hä? Achso. Ja, ist doch richtig, oder was? Hä? So, Moment. Müssen wir da... Vielleicht noch ein minimales Stück. Unforgivable. Ja. Sounds about right. Ach so. Was auch immer das jetzt. Wieso muss. Okay, man, er konnte es einfach nicht lesen. Er ist voll der Dulli. Blockiert. Okay. Vielleicht ist jetzt mit dem Galgenmännchen da hinten was anders. Könnte ja jetzt sein. Aber sonst. Hä? Ja, Moment. Das ist neu. Na, hier passiert doch jetzt gleich was. 100 Pro. Oh, ich muss mich kratzen. Am besten macht man sowas immer. Gehen einfach weiter. Alter, gleich wenn ich mich umdrehe, ist der da. Jetzt drehe ich mich. You spin my head right round when you go down. Mein Gott, kann er mal kommen? Wait, what? Aber das war total obvious. Da ist unser Weg. Kann man das tun? Dieser Weg. Achso, ja, Moment. Ja, Kumpel. How the fuck do I get out of here? Hä, was? Warum? Aber weißt du, dass sowas passiert? Also, das war ja jetzt wohl mal total offensichtlich. Wer hätte damit jetzt nicht gerechnet? Hallo? Was?
What would Jesus do? Keine Ahnung. Ich glaube, der hätte sich selbst ans Kreuz genagelt, wenn er in so einer Situation gewesen wäre. Wir müssen da hoch. Das heißt, schieben. Können wir das schieben? Nein, anscheinend nicht. Können wir den schieben? Anscheinend nicht. Ach, vielleicht so ein Stuhl? Nein. Den Stuhl? Nein. Hä? Vielleicht einfach springen? Vielleicht... Da hoch nicht, ne? Nein, da hoch nicht. Moment. Nee, so geht das nicht. Ach, hier. Okay. Hätten wir das. Und hoch. What the fuck, Alter. Okay, vielleicht muss es ganz genau stehen. Okay. Oh Mann, keine Batterieleistung mehr. Also die Kamera frisst ja auch, ey. Das ist ja unglaublich. Du warst das? Hentai. Ich muss aber ehrlich sagen... Also die, jo, auf einmal bin ich 20 Meter groß, Alter. Ich dachte, so stehen wir normal. Auf einmal, die Schock, also hier die, sag mal schnell, Jumpscares und so, sind halt echt, oh. Schauen wir mal, was die Story noch kann, weil ich muss ehrlich sagen, also, warte, können wir das aufnehmen? Ja. Es ist zwar ein Horrorspiel, aber das ist jetzt nichts im Vergleich zum ersten oder zum Anfang von Resident Evil 7. Ne? Ich meine, Resident Evil wurde später auch eher actionlastiger als horrormäßiger, aber das war ja halt auch so gewollt. Ne? Aber ich sag mal, Resident Evil war am Anfang gruseliger als das Spiel bis jetzt. Ne? Und ich meine, für ein Spiel, was einzig und allein darauf ausgelegt ist, Moment, die Aufnahme würde ich mir mal ganz gerne angucken, das ist schon nicht so geil. The mines. This leads to the mines where the others took Lynn. Oh, stimmt. Das ist, muss man rückwärts abspielen, dann ergibt das irgendwas. Oh, Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Da habe ich wohl auf die Springtaste gedrückt. Vielleicht nehme ich das mal weg, ey. Ja, YouTuber, alles was er macht, wird aufgenommen. Oh Gott. Oh, Heuschreckenplage, ey. Oh, ob das gut geht. Alles klar. Scheiße. Bin wohl zu weit rechts drauf gegangen. Kein Problem. Okay, it's not that far. Oh, ernsthaft, das ganze nur. Isn't so bad. Man kann aber auch echt nach links und rechts da so abrutschen. Mhm. Mhm. What the fuck? Okay, jetzt vorsichtig. Jetzt weiß ich, warum wir da gerade runtergefallen sind. Der geht voll schnell da drauf. Shit! Oh. Das war jetzt nicht meine Schuld. Sorry, his suffering is done.
not. Words of true. Momentous times are upon us. Das ist Martha 2. Ne, so ein bisschen. So ein bisschen der zweite große Gegner im Spiel. Also Gegner. Ah, die Kamera, ne? Ich meine, die frisst ja Batterie wie Scheiße, aber ich glaube, das ist so mit die. Guess I'm taking the long way. Das ist die widerstandsfähigste Kamera auf dem Markt. Was soll denn das, Mann? Ey, die fliegt von. Die fliegt überall runter. Das ist der Kamera so scheißegal. So, ich hoffe, wir verfolgen den jetzt nicht. Aber wenn ich es auch nicht. Also eigentlich dürfte die. Ich mach mal den Sound an. Ich meine, das hat bis jetzt noch nicht wirklich geholfen, aber dann weiß man das vielleicht. Mann, warum kann man nicht crouchen? Nicht crouchen. Warum kann man nicht so rutschen? Okay, guck mal, das sieht gut aus. Dichtes Blätterwerk. Okay, wenn da einer ist, dann ist der hoffentlich tot. Batterie. Und was? Dieser. Alter, ich kann das nicht lesen. Sorry. Aber hier ist auch kein Licht an. Ich vermute mal hier hoch. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Ich check's nicht. Ich hab nicht hochgeguckt. Von selber. Ich gucke immer mal so zwischendurch, ob hier irgendwelche Lampen an sind oder so, ne? So nach dem Motto, welche die sonst suchen, aber hier ist alles dunkel. Wie ihr seht. Okay. Mann, warum kann man denn hier nicht so. Hüsma! Oh Gott. Boah. Das war jetzt. Wo ist der denn hin? Also, das ist ja sehr prädestiniert. Oh, meine Brille. Der ist oben drauf, oder? Anscheinend nicht. Aha. Was steht da? Sickness here. Krankheit hier. Ja toll, die Seuche haben sie auch noch. Natürlich. Wir wollen das volle Paket haben. So. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Oh Gott. Ich hab so Marotten beim Aufnehmen. Also entweder ich muss tausendmal gehen oder mein Gesicht juckt wie Hölle. Apropos. Ganz schlimm. Doch, hier tatsächlich runter. Zack. Zack. Ei, 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 ei. Okay, es war trotzdem richtig. Also ich hab bis jetzt. Es gibt ja in Outlast 1 ist ja die Geschichte. Es ist so ein Werbeflyer. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank. Und das zu Recht. Und du bist voll Scham. Okay, das ist vielleicht doch nicht so mäßig, so flyermäßig. Und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst im Templegate ausbrach, erkannte Papa Noth. Mein Gott. In seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen außer der Welt, Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam dem Herrn und Papa North und besonders seinem Diakon Lyard. Gott und sein Prophet lieben dich. Dem Herrn, also Gott, dem Vater. Und wer ist denn Lyard? Lyard. Was ich sagen wollte ist, in. Oh, schon wieder eine neue Batterie. In Teil 1 ist es ja so, dass es da
auch irgendein übermenschliches Wesen gibt. Das ist doch sie, oder nicht? Oder sie ist einfach nur sehr groß. Oder sie ist es auch nicht. Kann auch durch. Kann ich? Ich will. Tritt halt auch einfach alle weg, ne? Warte, was macht die jetzt? Bin mir nicht so sicher, ob wir hier reingehen sollten. Was? Oh, Batterie. Gehen wir da rein? Ja. Können wir da rein? Ja, wir können. Hallo? Hallo? Hä? Kommen wir da nicht rein? So ein Kack. Ja, dann halt nicht. Gott! Fuck! Am Ende sterben wir, weil wir krank geworden sind. An einer Grippe oder so. Willst du mich verarschen? Wir sind doch nicht... Also, stand da... Okay. Der will gar nichts von uns. Alter, der Typ kann treten wie kein anderer, Junge. Der benutzt überhaupt nicht seine Hände. Der tritt einfach jeden weg. Eieiei. Alter, was geht hier ab? Mhm. Ich tu. Scheiße. Toll, das war voll die Todesfalle. Ich hätte da gar nicht mehr rausgekonnt. Oder ich habe es nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Ich dachte, wir sind nicht in diesen Krankheitsplätzen. Was ist das denn hier, Alter? Es ist ja... Was willst du? Ja, geh mal weg. Das ist ja schlimmer als in jedem Quarantänezelt, ey. So. Naja, ist gut. So, jetzt kommt mir der Typ hier vor. Mach schon mal gar nicht. Oh Mann. Moment, was wollte ich? Ah ja, genau. Hier sind jetzt wieder. Geh weg. Ich habe Angst, aber ich muss. Ich würde gerne hier reingehen. Oh, hi. Nee, nee, geh mal weg. Ja, der verfolgt mich jetzt nämlich. Moment. Ja, Moment, ist das hier... Ja doch, muss richtig sein. Oh, komm hoch. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich hoffe... Hier geht's gar nicht weiter, kann das sein? Ah doch, hier. Dachte... Was? Dachte gerade, hier geht's nicht weit. Aber hier ist so viel Blut. Hier muss irgendwer lang gekommen sein. Jo, als ob. Was? Ist klar. Ist klar. Das ist cool gemacht mit der Brille. Das gefällt mir. Wir sind gerade von da oben runtergeflogen. Lol. Aua. Ja. Wow. Das sieht falsch aus. Scheiße. Warte mal kurz heilen. Scheiße, hat er uns jetzt wieder direkt? Hat er uns? Warte. Vielleicht können wir uns verstecken und dann hinter den. Ich sehe gar nichts. Ja, der ist da.
Da kam der Herr. Und den Weg nehmen wir auch. Glaube ich. Scheiße. Ja, 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 nein. Nein, da ist einer. Nein, das ist gerade nicht so geil. Geh mal weg. Ja, ja, geh weg. Ernsthaft? Nein, Moment. Oh. Hä? Hä? Hä, was? Was? Hey, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Hä? Was ist hier los? Kann mir das mal einer erklären? Hä? What the fuck? Ich komme aus diesem Scheiß nicht mehr raus. Okay, beenden wir. This way, Blake. Jess! Come back! Wait. Ich beende an dieser Stelle die Folge. Das war ziemlich weird. Ich habe keine Ahnung, wie wir das lebend überstanden haben. Ja. In diesem Sinne, I'm Jay. Lasst gerne einen Kommentar oder Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.